Hey meine Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ich entschuldige mich gleich schon mal für die etwas schlechte Qualität hier. Das Problem ist einfach, dass, wie schon in meinem letzten Video gesagt, meine Kamera irgendwie gerade Probleme hat und ich sie einfach nicht zum Laufen bekomme. Und meine einzige Möglichkeit, um nicht sofort eine neue Kamera kaufen zu müssen, war jetzt, meine Laptop-Kamera zu benutzen, was natürlich, wie ihr seht, keine besonders tolle Qualität hat, aber ich dachte, für diesen Zweck hier sollte es vielleicht funktionieren. Ich habe wieder ein Food Haul für euch. Ich weiß, ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich weiß, dass viele von euch meine Food Hauls auch gerne schauen. Und ja, wie ihr wisst, bin ich erst vor kurzem umgezogen. Deswegen wundert euch nicht über diese Masse an Sachen, die ich hier habe. Aber es sind einfach Dinge, die man auch immer braucht. Und ja, man muss sich auch einfach erstmal diesen Haushalt aufbauen. Das merke ich auch jetzt erst zu Hause. Da gab es einfach immer Dinge, die waren einfach da, die hatte man einfach immer im Kühlschrank oder wo auch immer. Und ja, hier muss man sich wirklich erstmal gewisse Dinge aufbauen. Natürlich gibt es auch Sachen, die man jetzt gerne so kauft, die man früher vielleicht nicht so oft gekauft hat. Dazu gehört zum einen Red Bull, davon habe ich 2 Dosen mitgenommen. Ja, ich liebe es einfach, ich kann nichts dafür und ich brauche das irgendwie ab und zu einfach mal. Dann waren Innocent Smoothies im Angebot und da dachte ich mir, komm, die kann ich auch mal mitnehmen für unterwegs und so. Die sind recht klein und ja, ich kenne eigentlich, ich glaube von Innocent hatte ich noch nicht so viele, die ich probiert hatte. Aber das hier ist jetzt Berry Good mit Johannisbeere, Erdbeere und Brombeere. Ja, aber ich denke, ihr könnt es erkennen. Also die Qualität ist natürlich nicht besonders gut, aber ihr könnt zumindest erkennen, worum es geht. Dann die war auch reduziert. Eigentlich mache ich es nicht so gerne, aber da mein Freund gerne Spargel isst und ich nicht, habe ich ihm hier einmal, das sind hier diese ganz normalen, gut und günstig Spargel, so ein paar. Ich weiß nicht, ob sie gut sind, aber ja, man kann es ja einfach mal ausprobieren, dachte ich mir. Genau, und dazu eben auch eine Sauce Hollandaise, denn das traue ich mir nicht zu, das selbst zu machen. Die war jetzt von Tomi auch reduziert und deswegen, ja. Genau, dann mache ich weiter mit den großen Getränken hier. Zum einen, das trinkt mein Freund sehr gerne, weißer Pfirsich ist das hier. Die waren auch reduziert, die Fruchtliebe-Säfte von Edeka. Weiß nicht, ja doch, hier könnt ihr es eigentlich ganz gut sehen, denke ich mal. Dann habe ich nämlich auch noch für ihn Birne mitgenommen. Trinke ich nämlich auch nicht so gerne, ist nicht ganz so meins. Pfirsich muss ich mal probieren. Und ich habe für mich hauptsächlich Orange, das ist wieder diese karibische Orange, hatte ich glaube ich schon mal bestellt. Und hier der Apfelsaft, davon hatte ich auch 2. Dann noch weiter zu den großen Sachen, das war auch reduziert. Normalerweise trinke ich das nicht, also ich trinke es auch nicht und mein Freund sollte es eigentlich auch nicht trinken, aber er hat sich das gewünscht, deswegen durfte er, weil sie im Angebot war, eine Pepsi mitnehmen. Ja, ich bin wie gesagt kein Fan davon, ich mag das auch nicht, ich mag auch keine Cola oder sowas, deswegen, naja, rein sein Zeug. Dann habe ich als Nachfüllpack Seife mitgenommen, Sensitiv. Ja, ganz normal. Ich habe einfach gedacht, das ist ein bisschen besser als dauernd, diese Seifenspender sich zu kaufen. Und ehrlich gesagt gab es eigentlich auch keine. Es gab nur diese Stückseife und dann eben solche Flüssigseife zum Nachfüllen. Deswegen dachte ich mir, komm, warum eigentlich nicht? Nimmst du einfach diesen großen Bottich mit 750 ml, ist da auch sehr, sehr viel drin. Und ja, macht auf jeden Fall ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dann habe ich 4 Beutel Milch mitgenommen. Ich zeige euch jetzt natürlich stellvertretend mal einen. Ganz normale Haarvollmilch. Ja, ich trinke nicht so viel Milch, aber so fürs Müsli oder so brauche ich es einfach mal. Genau. Und was man auch immer zu Hause braucht, Kräuteressig, ganz normal, einfach für Salat und sowas. Genau, weil bisher habe ich nur Joghurtdressing als Salatdressing und so ein Kräuteressig ist da auf jeden Fall auch keine schlechte Wahl. Dann mache ich ja weiter hier mit Joghurt, war auch im Angebot. Das hier ist jetzt Himbeere von Almigurt. Ja. Nichts Besonderes. Nein, nicht Erdbeere. Es ist nicht Himbeere, sondern Erdbeere. Genau. Und auch Erdbeere ist hier von Mövenpick. Das Gourmet-Frühstück. Die waren nämlich auch reduziert, diese Marmelade. Dachte ich mir, komm, probierst du einfach mal. Normal wären die mir eigentlich auch zu teuer. Aber da sie im Angebot waren, dachte ich mir, warum nicht? Und für meinen Schatz, weil er auch bei der Arbeit sich gerne mal was warm macht, da ist er auch ziemlich lange immer unterwegs, deswegen hier einmal von Maggi Chili con Carne. Und ja, ist halt zugegebenermaßen ein klein wenig einfacher, als da so einen riesen Topf zu kochen von. Zumal ich mich auch noch erst ein klein wenig eingewöhnen muss, was das Kochen angeht. Ich kann schon kochen, so einfache Sachen, aber ja, man muss sich auch erst ein bisschen eingewöhnen, genau. Dann habe ich Pickup gekauft, die waren auch im Angebot.
Finde ich auch immer ganz lecker, so als kleinen Snack. Ja. Dann, ich habe hier irgendwie so viel Zeug, ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll. Ich mache heute hier mit den Tiefkühlsachen. Die waren auch reduziert. Ristorante-Pizza habe ich jetzt hier, die Diabolo. Ich mag die einfach ganz gerne, wenn die ja, schön scharf sind, auf jeden Fall. Das ist ja so mein Ding definitiv. Dann machen wir mal weiter hier mit, auch von Dr. Oetker war auch im Angebot, Flammkuchen. Ja, den kann man tatsächlich natürlich auch sehr gut selber machen, schmeckt auch gut. Aber wenn er jetzt gerade reduziert war und es war halt auch billiger als den Flammkuchenteig, weil der Flammkuchenteig doch ziemlich teuer war, fand ich jetzt dort. Ja, genau. Dann, die finde ich auch mal ganz interessant, und zwar XXL Hähnchenschnitzel. Ja, die sind natürlich echt riesig und ich glaube auch nicht, dass ich ein ganzes alleine schaffen werde. Mein Freund mit Sicherheit, aber ich wahrscheinlich nicht. Aber ja, sahen auf jeden Fall echt gut aus. Also, ja, doch, sind jetzt natürlich nur zwei Stück drin, aber dafür sind die halt echt monströs. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so groß sind. Aber ich denke mal, dass sie lecker sind, ja. Und dann, das haben wir auch wieder mitgenommen, weil das uns sehr gut geschmeckt hat. Mini-Laugenstangen. Das ist das hier, das sind diese zum Aufbacken. Ich finde es einfach echt top, wenn man immer mal was zu Hause hat davon. Und die haben wirklich, wirklich gut geschmeckt, muss ich echt sagen. Dann mache ich mal hier weiter. Das war von Edeka Bio Brotkorb, 5 Sorten Brot. So klein portioniert war das. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so erkennen könnt. Das sind auf jeden Fall, was haben wir hier? Wir haben Leinsamenbrot, wir haben Sonnenblumenkernbrot, Dinkelbrot, Pumpernickel, Roggenvollkornbrot. Ja, einfach verschiedene Brotsorten in so einer süßen kleinen Packung und sah auf jeden Fall einfach auch ganz nett aus und finde ich auch nicht schlecht so für die Schule oder so, dass ich mir dann so ein kleines Brot einfach richte und ja, sah auf jeden Fall gut aus. Ich bin mal gespannt, ob es mir schmeckt tatsächlich. Dann hier Erdnüsse gesalzen, einfach mal als kleinen Snack, dachte ich auch, wenn mal Besuch da ist und man mal zusammen Film oder sowas schaut, dann ja, kann man sowas auch zu Hause haben auf jeden Fall. Dann habe ich mitgenommen zweimal Hackfleisch. Ich zeige euch jetzt nur eins. Da muss ich halt leider wieder sagen, es gibt halt wirklich beim Edeka nur dieses eine Hackfleisch online zu bestellen. Das ist eben Schwein und Rind und es ist leider Haltungsform 1. Es tut mir auch selbst wirklich sehr, sehr leid. Ja, ich kaufe es eigentlich nicht gerne, aber ich habe es im letzten Video auch schon gesagt. Ich kaufe lieber das Hackfleisch, um es einfach zu Hause zu haben. Man kann mit Hackfleisch einfach so viel machen, als dass ich gar kein Hackfleisch zu Hause habe. Und ich finde es halt schade, dass keine andere Auswahl da ist, aber ja, besser das als gar keins. Dann eine Salatgurke, ganz normal. Dann habe ich hier Alnatura Streichcreme Gartenkräuter. Die mag ich sehr gerne, die kannte ich auch schon vorher. Die schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Da sind, ja, was sind da alles drin? Ich glaube auch Zucchini und sowas. Normalerweise mag ich Zucchini nicht so gerne. Aber hier drin finde ich es tatsächlich ziemlich, ziemlich gut. Wir haben Zucchini, Zitronensaft, Apfelsaftkonzentrat, Petersilie, Basilikum, lauter solche Sachen. Und ja, schmeckt auf jeden Fall richtig, richtig lecker. Dann habe ich hier das erste Mal, muss ich auch erst ausprobieren, was da gut ist. Fasskraut von Kühne, natürlich mildes Sauerkraut. Ja, gut, das Ding sieht etwas kleiner aus, als ich es erwartet hatte. Ich hätte gedacht, da kommt etwas Größeres. Aber ja, ich muss es einfach mal testen. Also, ich liebe Sauerkraut an sich eigentlich sehr, aber man muss natürlich gucken, was gut schmeckt und was nicht. Genau. Dann auch für meinen Freund, er liebt es nämlich, ein Fondue. Das haben wir hier. Das war tatsächlich ziemlich teuer, aber ich dachte mir, okay, gut, er isst das einfach sehr gern und er hat halt auch recht lang davon was. Also das ist auch gerade was, was ihn über so einen langen Arbeitstag ganz gut hinweghilft, sage ich jetzt mal. Dann, ach Gott, wir müssen gleich weiter. Oh nein, das darf nicht aufgehen. Ups, da ist jetzt gerade der Verschluss oben aufgegangen. Sekunde, von dem Toastbrot hier. Kann ich euch gleich mal hier zeigen, indem ich es wieder zudrehe. Golden Toast Vollkorn Toastbrot einfach. Sollte man auch immer zu Hause haben. Definitiv, ja. Das sind diese großen Sandwichscheiben, finde ich irgendwie immer besser als diese kleinen, weil die gehen irgendwie, finde ich, noch mehr ein dann im Toaster. Genau. Dann, die sind auch für meinen Freund. Ich glaube nicht, dass die mir schmecken. Knabberfarm für groß und klein.
Ja, er wollte einfach was zu knabbern zu Hause haben, deswegen durften die mit. Dann, genau, das war auch noch bevor, und da hatte ich eigentlich was anderes bestellt. Da hatte ich, glaube ich, wie hießen die, Herzogin-Kartoffeln oder sowas. Und jetzt wurden mir McCain-Kroketten geliefert, passt aber eigentlich auch. Also ja, ist ja auch ein hochwertiges Produkt von McCain, denke ich mal. Deswegen bin ich da jetzt auch nicht, nicht enttäuscht oder sowas darüber. Dann habe ich hier ja leider ein klein wenig wieder bei den Fix-Sachen zugeschlagen, aber die waren einfach auch reduziert und so ein Süppchen kann man auch immer zu Hause haben. Das war jetzt Rindfleischsuppe von Maggi. Dann haben wir hier Knorr Fix für Brokkoli-Gratin. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich liebe Brokkoli-Nudelauflauf oder auch Brokkoli-Hackfleischauflauf. Schmeckt mir einfach sehr, sehr gut. Und genau, weil nämlich Knorr reduziert war, Seelachs in Kräuter-Dill-Rahmsoße. Ich liebe ja auch Lachs. Ich muss tatsächlich nur noch Lachs kaufen, weil ich bisher noch keinen gefunden habe, der Edeka liefert. Und auch nochmal von Knorr Schlemmer geschnetzeltes. Genau. Und noch einmal von Maggi orientalische Linsensuppe. Das hat sich mein Freund mal gewünscht, mal zum Probieren, weil er mag Linsen eigentlich ganz gerne. Und dann haben wir hier Schupfnudeln. Mag ich auch echt gerne. Das sind die klassischen von Bürger. Ich glaube, das sind die, die jeder so kennt. Die schmecken halt auch wirklich gut und sie gehen halt echt schnell. Also damit macht man halt auch nicht wirklich was falsch. Und die sind auch von meinem Freund. Die esse ich jetzt zum Beispiel nicht. Tortellini mit Käse von Gut und Günstig. Dann habe ich Barbecue-Soße mitgenommen. Normalerweise esse ich hauptsächlich immer meine Bullseye-Soße. Ich liebe die ja über alles. Aber die haben die leider nicht. Deswegen habe ich hier die von der Eigenmarke von Edeka mitgenommen. Auch mit Honey-Barbecue-Soße. Ich hoffe mal, dass die recht ähnlich schmeckt wie die von Bullseye. Weil über die kommt eigentlich echt gar nichts drüber, muss ich sagen. Dann leider ähnliches Ding wie beim Hackfleisch. Aber es gab leider auch nichts anderes. Ja, auch von Edeka, der Eigenmarke, Bratwurst grob, Haltungsform 1 leider. Wie gesagt, ich finde es auch traurig, ein bisschen so, dass da nicht noch mehr angeboten wird, aber ich bin froh, überhaupt versorgt zu werden mit Lebensmitteln per Lieferdienst und nicht extra einkaufen zu müssen, denn ja, ich glaube, alle Leute, die eine Brille tragen, die werden wissen, wie schwierig es ist, mit der Maske und mit Brille einkaufen zu gehen. Das ist echt der Horror für mich jetzt. Und ja, ich finde, wenn man die Gefahr zum Anstecken irgendwie verringern kann, dann sollte man das auch tun. Und ich finde es wirklich gut. Dann, was ich auch ziemlich gut finde, sind von Gut und Günstig hier diese kleinen Delikatessfrikadellen. Damit kann man auch einfach immer irgendwas anfangen. Es sind auch ziemlich viele kalt und heiß eingelöst. Ja, also kann man für beides auf jeden Fall benutzen. Dann auch für den Salat, die waren auch reduziert, die liebe ich ja auch sehr, Mozzarella Minis. Ich mag Mozzarella ja auch sehr gerne, gerade im Salat. Diese kleinen Kugeln hier finde ich wirklich super von Galbani. Und dann, oh, ich habe noch einen Fix übersehen. Fläätlesuppe, ajo, bisschen schwäbisch hier, ne? Ja, ist auch ziemlich lecker, hoffe ich doch. Dann haben wir noch ein Pesto. Ist auch immer ganz praktisch, kann man schnell mal über die Nudeln machen und schon hat man ein Essen. Also ja, passt auf jeden Fall. Dann, ich schaue gerade mal, hier noch eine gesunde Sache. Unsere Heimat, Salatherzen sind das hier. Die kommen jetzt aus Harthausen. Ja, ich muss aber sagen, ich bin tatsächlich ein bisschen verärgert hierüber, seht ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, wahrscheinlich nicht, aber hier, na, vielleicht kann man es in der Kamera doch erkennen, aber hier ist eine ziemlich große braune Stelle, also ich weiß nicht, wie lange der jetzt bei denen schon im Lager war oder wie frisch der geliefert wurde, weil so frisch sieht der ehrlich gesagt nicht aus. Das ist so das einzige kleine Manko, was ich bisher gesehen habe, aber gut, kann man jetzt nichts machen. Dann habe ich noch von Megle die Kräutertube mitbestellt. Und dann kommen wir nun zu den wundervollen, ungesunden Dingen des Lebens. Gut, vielleicht noch ganz kurz hier den Comtesse-Kuchen. Den isst mein Freund echt gerne. Ja. Genau, das war jetzt Zitrone. Und dann, was mein Freund auch sehr gerne mag, sind
Gummibärchen, die waren jetzt von Haribo auch reduziert, deswegen haben wir sie mitgenommen. Einmal hier diese Sauerteile, dann die Schnuller. Und hier auch nochmal sauer diese Teile hier auf jeden Fall. Naja, irgendwie sowas. Kommt mir so wenig Inhalt hier vor, keine Ahnung. Klingt ein bisschen so nach Verarsche. Sieht sehr wenig aus. Gut, dann auch für meinen Freund diese Rittersport hier. Einmal rum Traubennuss. Waren übrigens auch alle im Angebot, deswegen nicht wundern, warum ich so viele gekauft habe. Und nur Traubennuss. Und Joghurt. Und für mich habe ich, wie das letzte Mal glaube ich auch tatsächlich, Edelvollmilch, Alpenmilch und Knusperflakes mitgenommen. Und weil die jetzt auch reduziert waren, musste ich auch zwei mitnehmen. Milka Loflé Schokolade und Milka Dime. Ich liebe Dime, oh mein Gott, das ist so lecker. Und zu guter Letzt tatsächlich Kinderschokolade, war auch reduziert. Ja, das war's tatsächlich mit meinem Haul. Ich gucke gerade, dass ich auch nichts vergessen oder übersehen habe. Nein, weil das ist dann hinterher immer total ärgerlich, wenn einem dann doch noch irgendwas einfällt. Aber nein, ich habe euch alles gezeigt und es war tatsächlich ein ziemlich langer Food Haul, woran man auch merkt, dass ich echt ordentlich viel gekauft habe, aber das reicht jetzt für gefühlt die nächsten 3 Jahre so ungefähr. Nein, natürlich nicht, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ich denke, das war es jetzt erstmal mit Food Hauls für die nächste Zeit. Das war jetzt wirklich ein ziemlich großer Großeinkauf. Ja, ich hoffe, es wird euch nicht langweilig und wie gesagt, nochmal sorry für diese Qualität, aber ich versuche was anderes zu organisieren, kameratechnisch, aber es ist gar nicht so einfach gerade. Aber gut, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe sehr, dass wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen. Ciao!